Vor uns liegt jetzt die Rathausbrücke. Am Fuß hieß sie Langebrücke, dann Kurfürstenbrücke und schließlich heute Rathausbrücke. Kurfürstenbrücke nannte man sie, weil eine imposante bronzene Reiterstatue des großen Kurfürsten die Brücke vor dem Zweiten Weltkrieg schmückte. Diese steht heute infolge des Kalten Krieges im Ehrenhof des Schlosses Charlottenburg. Rathausbrücke heißt sie heute, weil sich das neue rote Rathaus nicht weit von ihr befindet. Der Name leitet sich übrigens nicht von der roten Politik ab, sondern aus einer alten Skulptur links, zeigt den heiligen Georg als Leuchtentöter und der besiegten Napoleon. Es heißt Mühlendammbrücke. Hier befand sich früher die älteste Überquerung der Spree in der Stadt, der sogenannte Mühlendamm. Der Spree hat einmal begonnen. Die Gebäude, die Sie sehen, sind jedoch nicht so alt. Es handelt sich größtenteils um Ansatz und spitze Giebel mit Verzierungen, die historischen Gebäude. Eines der wenigen erhaltenen alten Bauwerke des Museums, nach langen Überlegungen kommt zum Start, Stück für Stück ausgetragen, dass die Fertigstellung für 2019 geplant ist. Wie der Flughafen beweist, wurde ausschließlich für Fußgänger zugelassen, wurde sie mit einem Ausland ein Eiland mitten in der Stadt, ähnlich der Seine in Paris. Die alte Anteile ist von Kolonnaden umgeben. Vor ihr steht hoch zu Ross der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Die fünf Museen entstanden in einem Zeitraum von exakt. Besuchen Sie doch einmal die berühmte Büste der Nofretete, Altar aus Kleinasien. Ausgestellt sind auch Gemälde von Caspar David Friedrich, Adolf Menzel, Max Liebermann und vielen anderen. Die nächste Linke ist eine Bahnbrücke, ausschließlich für Regional- und ICE-Züge. Heute befinden sich in der Parkanlage Sportspielstätten. Der russische Zaren Alexander, der offiziell oberste Dienstherr des hier stationierten Regiments war. Zur DDR-Zeit war es dann die Friedrich-Engels-Kaserne. I think this is Germany's oldest bridge. Der Turm auf der rechten Seite, allgemein ist natürlich besonders mit dem Haus verbunden, der des Dichters und Regisseurs Bertolt Brecht. Seine weltweit bekannte Drei-Groschen-Oper in der Moritat von Mackie Messer hat hier in den 20er Jahren ihre umjubelte Uraufführung erlebt. Reichstag sind namens Jakob Kaiser, Marie Elisabeth Anders und Paul Löbel. Das Land steht zunächst in die Fraktion und die Bundestagsverwaltung. Auf einer Glaswand zur Spree hin kann man die 19 Artikel des Grundgesetzes lesen, beginnend mit »Die Würde des Menschen ist unantastbar«. Gleich daneben ist das historische Gebäude des früheren Reichspräsidentenpalais, heute Sitz der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. Der Neubau rechts mit zum Wasser gewandter Freitreppe ist nach der früheren Reichstagsabgeordneten Marie-Elisabeth Lüders benannt. Es gibt die erste weltweit, die drittgrößte, nach denen in Washington und Tokio. Die Bronzeskulptur auf dem Treppenabsatz ist ein Werk von Mario Marini, der für seine Sicht des Regierungsviertels ist das Reichstagsgebäude, heute Sitz des Bundestages. Die neue, runde, gläserne Kuppel ist ein Entwurf des britischen Architekten Lord Norman Foster. Sie ist 38 Meter im Durchmesser und hat eine Höhe von 23,5 Meter. Die Kuppel ist nicht nur das Konferenz, der Ort, an dem deutsche Politiker von Journalisten so richtig in die Mangel genommen werden. Die leicht wirkende Konstruktion des Spaniers die Architektur überträgt. Turmbahnhof heißt ein Bahnhof mit Gleisen, die sich auf einer komplett von der sichtbaren Glasstahl-Tunnelkonstruktion überdeckt werden. Um jedoch den Eröffnungstermin zur Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer 2006 halten zu können, beschloss die Deutsche Bahn den Tunnel zu verlegen. Wurde so zwar rechtzeitig fertig,
Bei schlechtem Wetter lässt die Deutsche Bahn die Reisenden der ersten Klasse aber buchstäblich im Regen. Zu linken erkennen Sie das, was Spreebogen genannt wird. Früher war das ein bebautes Gleisch, das die Brücke in der Schürke Kriegsbeschäftigung 4 Meter lang und 1,30 Meter breiten Kanzlerschreibtisch, sondern auch noch eine Wohnung, zwei Kabinettszimmer und Fall. Im Tempo von nur 10 cm pro Sekunde dahin. Das sprichwörtliche Tempo der Stadt Berlin wird jetzt mit dem früheren Mauerverlauf an. Zwischen Reichstagsgebäude und Reichspräsidentenpalais die Treppe hinunter. Dann führte die Grenze über die Spree hinüber zur heutigen Parlamentsbibliothek. Das Reichstagsgebäude, Sitz des Bundestags, auf der Inselspitze mit Blick zum Museumseingang, stand früher die bronzene Reiterskulptur Kaiser Friedrichs III. Es war ein von 5 Reiterskulpturen der Preußen.